Was geht, Leute? The Order 1886. Wir sind auf dem Luftschiff, was die Rebellen hier gekapert haben, was auch immer, gekapert, geentert, übernommen, entführt, floriert, keine Ahnung, koloriert, etc. Wir müssen jetzt die zweite Bombe finden. Sind jetzt auf uns alleine gestellt. Der Captain sucht jetzt einen anderen Weg. Und ich glaube, wir finden die zweite Bombe. Und wenn sie explodiert, dann haben wir sie auch auf jeden Fall gefunden. Dann. Und auf geht das. Genau, unser M85 haben wir jetzt schön hier Munition für gefunden. Und wir sollen dann beeilen, weil eine Bombe ist an Bord. Gucken wir mal, was haben wir hier? Wie geil. Ein Foto von zwei Köchen. Ja. Ja, drehen wir um, ne? Was ist das? Bon voyage. Gute Reise, ne? Bleib an ihm dran! Ich glaube, wir sollten beeilen. Das hieß ja, eine Bombe fällt und jetzt nicht hier Fotos begutachten. Da rennen doch schon wieder Rebellen durch die Tür hinten. Ihr Lumpen. Und ich werde jetzt schon, ich werde schon beschossen. Besser als ich, die Säcke. Hier in Deckung gehen kann ich nicht. Weil einfach den Weg versperrt. Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Maki. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Ich möchte ja echt gerne eine Granate reinschmeißen. Ne? Ich fühle mich nicht auf die, dann kommt irgendwie von Freunde weiter. Ne? Verdammter Kreuzritter! Wo soll ich denn hinschießen? Genau. Der ist ja komplett hier. Alter Schwede. Wie mache ich den denn fertig? Komplett in Montur, der Sack. Der war. Alter, komplett eine Rüstung. Was ist denn das? Lafayette, was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Maki. Geben Sie uns noch ein Steine paar Minuten. Da ist er wieder. Ich habe keine Chance. Wie machen wir den fertig? Habe ich gesagt, wir sind auf uns alleine gestellt, das schaffen wir locker? Alter Schwede. Lafayette, was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Dann tun Sie, was Sie können, Mann. Ich will ihn jetzt schnappen. Geben genau Sie uns noch ein paar Minuten. Ich will nicht starten. Komm, Nahkampf. Geht auch nicht. Alter Schwede, wie mach ich das? So nicht. So nicht. Also seine Rüstung geht eigentlich irgendwann kaputt. Alles klar. Ey, das ist hammerhart.
Ich kann auf jeden Fall einen Nahkampf bei denen machen. Ich habe in der Eile bisher noch keine Schwachstelle an der Waffe gefunden. Ich dachte, ich werde seine Beine, seine Jogginghose abschießen, aber irgendwie hat er überall. Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Da ist doch noch einer, oder? Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Da ist doch ein Kopf. Jetzt kommt er raus, genau. Ich bin derbe unprofessionell, Mann. Nee. Ey. Okay. 10-mal in den Kopf reicht dann wohl. Jetzt kommt irgendein random Kopf. Ich weiß das. Genau, ja, zurück. Komm, guck ich in der Rekord. Ey, ihr Säcke. Percival, in den Kabinen waren Rebellen. Ich habe sie erledigt und setze meine Suche fort. Verstanden. Ich gehe zum Heck des Schiffs und stoße dann wieder zu dir. Einer von diesen Gruppen hat immer Munition für meine M85. Immer so, wenn man hat zwei Gänge und man geht immer in den falschen. Okay, man hat zwei Gänge und geht zweimal in den falschen. Muss ich jetzt runtergehen? Nein. Es geht nirgendwo lang. Ach, hier runter. Mann! Das Offensichtliche sehe ich immer nicht. Lafayette! Kritisch. Haben mehrere Gaffeln verloren. Das Ding wackelt und man gibt dem Franz bei die Schulter. Was soll er denn machen? Trotzdem bleibt er. Er ist fast so stur wie du. Verlass dich das Schiff! Wenn es sein muss! Schlag K.O. und bring ihn zu einem Rettungsboot. Mit Vergnügen. Gucken, was ist hier los? Man sieht nicht viel. Das war die Minibar. Die Minibar, sag ich schon, das war die Bar. Ach, das ist die Minibar. Callahan! Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson! Hören Sie auf mich! Hier ist die Bombe. Mann, geben Sie auf! Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben! Wir sind nicht der Feind! Beweisen Sie das! Stopp diesen Wahnsinn! Nein! Nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann! Werden Sie nicht. Dafür sorgen wir. Es ist zu spät. Sebastian? Freund. Sie müssen das nicht tun. Diesmal bin ich aber nicht schuld. Ich habe nichts drücken können. Crane ruft Percival. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Mein Gott, aber vibriert, das heißt, ich habe einen Herzschlag wahrscheinlich. Ich lebe noch. Meldet euch! Bitte! Nee, okay. Mir auch überrascht jetzt.
tue, als ob ich mich keinen Feind. Verdammt! Oh Gott. Nee, geh weg. Tut mir echt leid für dich, aber ich kann dir auch gerade nicht mehr helfen. Gray! Um Himmels Willen, antworte! Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Oh, Funkkontakt scheint nicht zu funktionieren, richtig? Scheiße. Okay, ich dachte, der Kommandant. Kurz gesagt, der war im Alarmbad eingeschrieben. Lucan, Sagramore, Alien. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Galahad. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Milady, das heißt, niemand hätte den Absturz überlebt. Gray, melde dich! Wo zum Teufel bist du? Ach du Scheiße. An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Wir müssen das Ding hier zur Seite schieben, verdammt! Oder wegziehen! Ich muss ein bisschen wirklich draufhämmern jetzt auf die sonst. Ist klar. Mit letzter Kraft. Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Gray. Schon in Ordnung, Izzy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, messieurs. Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist.
Grayson. Gib dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm, der Rat erwartet uns schon. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Kompanie steht tief in deiner Schuld. Ich glaube, das hilft uns auch nicht viel weiter. Jetzt haben wir einen guten Freund verloren. Mehr als sechs Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen und andere vorübergehend an ihre Stelle treten. Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das alle Wunden heilt. Und das Leben der Menschen verlängert. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory einst Sir Percival tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Wir haben uns heute hier aus solch einem ehrwürdigen Anlass versammelt. Aus altem Blut. Spendet der Gral neues Leben. Schwört ihr, Marie-Joseph, Paul Yves Roche, Gilbert du Mortier, Marquis de Lafayette, die hehren Prinzipien unseres Ordens zu ehren? Gelobt ihr, euer Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen? Von ganzem Herzen. Trinkt. Möge der Gral euch Leben spenden. Durch diese Kommunion seid ihr nun Teil unseres heiligen Bundes. Fortan soll nur euer Blut diese Fiole füllen. Möge das Schwarzwasser euch stärken, nutzt es stets weise. Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Wachen!
Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Oh Mann, harter Tobak, ne? Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Mandat dieses Amtes trotzen. Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein. Er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr! Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien-Kompanie! Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise für den Einsatz der Rebellen... Indizienbeweise, reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad! Mit Verlaub! Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, deinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, würde ich wieder genauso handeln. Wie Mallory es wollte. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen. Verlassen Sie sich drauf. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke. Galahad, auf deinen Befehl. Los geht's. Das ist der Befehl, los geht's, Alter. Kapitel 8. Sir Galahad, die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Lucan Egraine Percival, kommt mit! Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm! Oh ja, das müssen wir. Was für ein Teil. Ich glaube, der Teil war komplett. Außer irgendwie 2 Minuten mit Cutscenes und so, solcher Sorten gespickt. Echt harter Tobak da. Der gute Freund, der Bruder, wie ihn nannte, Lord Percival. Sebastian ist gestorben bei dem Luftschiffunglück. Die Bombe ist wohl explodiert. Sie ist explodiert, da gibt es ja keine Fragen. Und er ist ums Leben gekommen, leider. Weil sie doch nicht unsterblich sind. Wobei ich mich aber gewundert, als unser Franzmann da geehrt wurde und zum neuen Sir Percival geschlagen wurde. Der hätte einen ellenlangen Namen gehabt. Ne? Und ich meine, das ist ein Vorurteil gegen Franzmänner, aber ich habe den Namen Frosch gehört in den Namen. Und das hat mich ein bisschen, ne? Da wurde ich ein bisschen stutzig. Kann ja nicht sein, dass er Frosch heißt, irgendwie, der Franzmann. Naja, wie auch immer. Der Krieg gegen die Rebellen ist entbrannt. Ich bin super gespannt, wie die Schlacht hier fortlaufen wird. Beim nächsten Mal. Das war's von mir. Ich bin der Jay.
kommentiert, das zweite abonniert und hier daumiert nach oben das Ganze. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace.